Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, ich glaube, es war in Ordnung. Uns war auch klar, dass das schon auch ein Abnutzungskampf ist. Wir sind eigentlich gut reingekommen. Dann die zwei Gegentore, die Phase hat uns halt erstmal das Genick gebrochen. Das ist, ja, aber persönlich denke ich, ich kann zufrieden sein mit meiner Leistung. Ja, habe jetzt auch in den letzten Wochen immer mehr Spielpraxis bekommen. Natürlich mehr, als ich hier bekommen habe, was mich auch freut. Und ja, ich denke, dass ich, wie gesagt, eigentlich ganz zufrieden sein kann mit meiner Leistung. Wir sind ja zu 18 gefahren, das heißt, zwei Plätze sind frei geblieben. Das war also, ja, in der Presse und so wurde von Rumpfelf gesprochen und so. Aber wir haben auf jeden Fall eine ordentliche Truppe dann auf den Platz bekommen. Und ja, gerade zweite Halbzeit haben es die Jungs dann auch richtig gut hin raus nochmal versucht und wurde dann leider nicht belohnt. Meine Frage ist, wie ist es denn so da vom Gefühlsmäßigen her, wenn man hier anderthalb Jahre gespielt hat und dann plötzlich die ehemaligen Mitspieler direkt gegen sich hat? Ist das nicht ein bisschen befremdlich? Also ich habe, es erinnert mich so ein bisschen zurück ans Training in Saarbrücken, da habe ich auch immer gegen alle gespielt, von daher... Es ist schon ein komisches Gefühl, weil ich auch mit richtig vielen Jungs richtig gut befreundet bin mittlerweile. Ja. Und ja, aber war eher so wie, im Training habe ich auch immer gegen die gespielt und dann war es, ja, man hat sich eher drauf gefreut. Ja. Ja, es gab keine Animositäten oder sonst was? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben auch, ich habe auch mit vielen im Vornherein schon geschrieben und so, die Jungs haben sich auch gefreut, mich mal wiederzusehen, weil es ja auch nicht so viel Zeit war, dass ich mich ordentlich verabschieden konnte. Ja. War ja auch mehr oder weniger über Nacht und von daher war das schon in Ordnung. Wir hatten ja vorher noch gesprochen und ich dachte ja. Genau. Ja, es war im Endeffekt 31. Januar war ja dann Ende und am 30. hat mich mein Berater angerufen und gesagt, ey, morgen musst du nach Halle fahren und unterschreiben. Oder was heißt, darfst du nach Halle fahren und darfst du unterschreiben, ja. War vielleicht auch ein ordentlicher Entschluss. Ja. Fühlt sich ja wohl dort, habe ich nicht. Ja. Also ist halt auch super, weil es nicht ganz so weit von zu Hause weg ist. Das ist auch ein Riesenvorteil, bin ja Papa geworden und fühle mich absolut wohl. Nee, hat gepasst. Ich glaube, bin den Schritt vorm Gegenspieler, ich weiß nicht, wer es war, am Ball. Und dann, ja, volles Risiko aus kurzem, aus kurzem Eck. Ja, im Endeffekt kann man zufrieden sein. Es war, glaube ich, ein enorm intensives Spiel für uns. Selten so eine intensive Partie gehabt wie heute. Weil wir es halt auch selbst irgendwann dann verpasst haben, das 3-0 nachzulegen. Und durch das 2-1 machen wir es halt selber spannend am Ende. Ja, deswegen, aber nichtsdestotrotz, also war ein hochverdienter Sieg, finde ich, für uns. Aber warum habt ihr es euch so schwer gemacht? Wir haben verpasst, das 3-0 zu machen, einen Deckel drauf zu machen. Und ja, wenn dann das 2-1 fällt, ist klar, dass dann Gegner auch mit 10 Mann am Ende halt dann noch ein, zwei lange Bälle vorne reinfliegen, die du auch erstmal verteidigen musst, weil eine Wucht haben die Spieler mit Hut und so. Und dementsprechend, ja, haben wir es uns heute selber ein bisschen schwerer gemacht, als wir hätten müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir einfach die Sieger heute sind und die drei Punkte auch zurechtgekommen. Ja, der Platz ist ein bisschen arg sandig. Wurde vor dem Spiel, glaube ich, dann nochmal gewässert, aber auch sehr schnell wieder trocken gewesen. Aber ich glaube, hat ja fast schon Tradition, dass wir hier immer mal wieder mit einem nicht ganz so feinen Plätzchen zu kämpfen haben. Aber im Endeffekt können wir alle happy sein. Gewonnen, drei Punkte und sind mitten im Rennen. Die erste Frage war natürlich, weil es ja am Stadion auch angezeigt wurde. Also jeder hat ja selber gucken können, wie die Spiele waren. Aber es ist trotzdem eigentlich scheißegal, weil ich habe es die Woche schon mal gesagt, wir haben mit 60 Mannheim und Lautern alle im direkten Duell. Das heißt, es liegt an uns, was wir draus machen. Und ja, wir können da einfach hinfahren, alles raushauen, unsere Leistung abliefern. Wenn wir da Punkte mitnehmen, ja, haben wir es selber in der Hand. Und ich glaube, ich finde das besser, als wenn du auf einen Patzer von den anderen irgendwie hoffen musst. Von dem her haben wir alles in der eigenen Hand. Herzlich willkommen anlässlich unseres Heimspiels gegen den Halleschen FC hier im Ludwigspark. Nach einem interessanten Spiel 2-1 für den FCS. Wir begutachten das Spiel mit dem Gästetrainer André Meyer. Herzlich willkommen und Uwe Koschinat. Wie immer, das erste Wort gehört unserem Gast. Bitte schön. Ja, hallo, erstmal in die Runde. Glückwünsche zum Sieg. Logischerweise vorneweg. Ja, nach 90 Minuten für uns
ja, ein enttäuschendes Gefühl. Glaube, dass ja, aufgrund der Vorzeichen, die wir in den vergangenen zwei Wochen hatten, in Bezug auf Verletzungen, Corona, war es erstmal eine schwierige Vorbereitung auf das Spiel. Nicht nur mit Blick auf den Gegner, sondern auch was die interne Planung angeht, die ja auch erst kurzfristig mit Personal dann besetzt worden ist. Wir haben uns trotzdem viel vorgenommen für das Spiel, wollten uns hier nicht verstecken und trotzdem in Ansätzen unser eigenes Spiel durchdrücken, was, glaube ich, auch ganz gut funktioniert hat mit Beginn der ersten Halbzeit. Zumindest was das Ballbesitzspiel hinten raus anging. Die Jungs haben versucht, mutig trotzdem das Spiel zu machen. Was uns gefehlt hat, war die Zielstrebigkeit nach vorne. Das ist dann aber auch erklärbar, weil die Jungs in der Form einfach noch nicht zusammengespielt haben. Da fehlen dann einfach die Automatismen. Aber ich fand es mal gut, dass die Jungs den Mut entwickelt haben, einfach spielen zu wollen und sich dann nicht in irgendeinen ja, in Angsthasenfußball zu verstricken. Wir kriegen leider zwei Tore, die vermeidbar waren. Das erste Tor ist nach einer Ecke, wobei wir den ersten noch verteidigen, kriegen dann mit dem zweiten Ball, kriegen wir das 1-0. Das ist natürlich in so einer Phase erstmal schwer zu verkraften. Christian, das zweite Tor, der Ursprung liegt auch bei einer Standard, sprich bei einem Einwurf. Ich glaube, dass man das besser verteidigen kann, auch in der Box. Das heißt, das sind erstmal keine Chancen, die jetzt herausgespielt worden sind, wo die Zuteilung jetzt gefehlt hat, sondern es sind einfach individuelle Sachen, die dann nicht gepasst haben. Das ist sehr ärgerlich. Insgesamt hat man, glaube ich, gemerkt, dass in der ersten Halbzeit so ein bisschen so der, ja, so ein bisschen die Intensität bei uns gefehlt hat. Das haben wir auch in der Halbzeitpause angesprochen, wollten dann einfach mit einer anderen Intensität reingehen und es auch weiter probieren und auf das 2-1 gehen. Das hat man den Jungs, glaube ich, auch angemerkt, dass die wollen. Und sie waren dann auch nochmal einen Tick mutiger, haben sich vom Ergebnis jetzt nicht unterkriegen lassen. Machen dann ja, das 2-1. Und dann war generell das Spiel natürlich in beide Seiten offen. Du kannst frühzeitig das Spiel wegschenken, indem du das dritte, vierte Tor bekommst. Hattest selber die Möglichkeiten, ja, nach vorne, wenn es gut ausspielst, mal in der einen oder anderen Situation, kriegst in der 70. Minute noch so einen Nackenschlag, passt natürlich auch so in die Phase jetzt noch mit rein, dass du dann 20 Minuten Unterzahl spielen musst. Trotzdem, das, was die Mannschaft daraus gemacht hat, habe ich dann auch noch mal in die Runde reingesprochen. Riesenkompliment, war ein riesen Fight, den sie abgeliefert haben. Und wenn man sich ja, dieser Brückener Mannschaft nach dem Abpfiff anguckt, ich glaube, sie waren auch froh, dass das Spiel dann vorbei war. Aber nochmal, wir können es jetzt nicht beschweren, wenn das Ergebnis dann 3-1, 4-1 logischerweise ausgeht. Ich glaube, wird der Trainer auch Richtung Mannschaft noch was sagen, was die Chancen angeht. Für uns war das Momentum, war das da und wir hätten uns logischerweise gefreut, unter den Voraussetzungen was mitzunehmen. Insgesamt zufrieden mit der Einsatzbereitschaft, mit dem Spiel. Wünschen euch alles Gute bei eurem großen Ziel. Und ja, für uns geht es darum, Wunden zu lecken, alle Spieler wieder ranzubekommen und dann auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren. Vielen Dank. Danke, André. Uwe, bis zum 2-0 sah das sehr, sehr stabil aus. Dann wurde es nochmal spannend. Ja, im Ergebnis ja. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, denn nach diesem Highlight in Braunschweig und den Vorzeichen mit der Unsicherheit, kann Halle spielen, dann kam relativ früh das Signal ja, aber mit einem stark veränderten Kader, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, erreiche ich alle Spieler im selben Maße, im Vergleich beispielsweise zu so einem Braunschweig-Spiel, wo du weißt, es war für uns dann, wenn es darum geht, oben dran zu bleiben, so ein Duo-Dei-Spiel und muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Ich habe weder in der Trainingswoche noch heute in der Umsetzung gesehen, dass wir irgendwo ein paar Prozent weniger auf den Platz bringen wollen. Muss, glaube ich, ehrlich sein, dass in den ersten 15 Minuten das Spiel von beiden Seiten sehr unsauber war, dass es zwar gute Eröffnungen gab, aber dass dann die Spielfortsetzungen sehr, sehr unrund waren. Dadurch hat der Ballbesitz sehr, sehr viel gewechselt. Wir konnten uns keine so ganz klaren Möglichkeiten herausspielen. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr glücklich, dass du mit der ersten klaren Chance nach einem Standard dann 1-0 in Führung gehst. In Folge, finde ich, haben wir eine gute Dominanz vor allen Dingen durch zwei Spieler auf den Platz gebracht. Einmal auf der Achterposition hat Dave Gnase für mich die Freiheiten, die sich ergeben haben, hervorragend genutzt, hat sehr, sehr viele schlaue Spielverlagerungen gespielt, war in unheimlich vielen Zweikämpfen, hat dem Spiel einen guten Rhythmus gegeben. Und darüber hinaus haben wir natürlich wirklich Julian Günther Schmidt immer wieder gefunden in den Zwischenräumen. Günni hat sich hervorragend bewegt und ich finde,
wie er dann noch das 2:0 vollendet hat, das hat schon klasse aus der Bewegung heraus den Ball so zu vollenden. Es gab einige weitere Möglichkeiten, wo wir im Strafraum hartnäckig waren, wo wir nachgesetzt haben. Und insgesamt muss ich sagen, war das dann eine relativ souveräne erste Halbzeit. War dann klar, dass in der zweiten Halbzeit natürlich Halle alles versuchen wird, um den Anschluss zu schaffen. Da haben mir dann so ein paar Dinge nicht gefallen. Ich habe mit Dominik Beck auch schon gesprochen. Ich finde, ein klasse Spieler, der jung ist und gute Spiele macht, der zeichnet sich dadurch aus, dass er dann nicht irgendwo sein Spiel verändert und neue Dinge auf den Platz bringen will, sondern eher das veredelt, was er gut macht. Dann teilweise das Spiel ein bisschen verschleppt, war nicht mehr so scharf in den Zweikämpfen. Gott sei Dank haben wir die Kurve gekriegt und haben aus meiner Sicht dann tatsächlich ausschließlich versäumt, das dritte Tor zu machen. Gab es einige Möglichkeiten und so hatten wir natürlich dann Halle mit dem Anschlusstreffer komplett wieder im Spiel. Es fühlt sich dann natürlich in der Endphase sehr, sehr schlecht an, wenn du auf der einen Seite weißt, du bist zu 11, du führst 2:1 und du müsstest jetzt eigentlich das Spiel zumachen. Und auf der anderen Seite ist dir natürlich bewusst, dass mit einer Aktion ein ganzes Spiel irgendwo kippen kann und das in unserer tabellarischen Situation, wo du eigentlich diesen Sieg dann auch brauchst und unbedingt holen willst. Auch dort hat die Mannschaft zwar das dritte Tor nicht gemacht, aber aus meiner Sicht immer noch sehr, sehr konzentriert und gut verteidigt. War sehr, sehr griffig. Insofern hat sich keine so hundertprozentig klare Möglichkeit ergeben, um dann tatsächlich noch den Ausgleich zu kassieren. Ich bin in Summe sehr, sehr froh, dass wir ein viertes Spiel in Folge gezogen haben. Ich finde, 55 Punkte nach 31 Spielen sind einfach ein riesen Ausrufezeichen für die Mannschaft. Das hat sie richtig gut gemacht und ist eine total attraktive Ausgangsposition für die letzte Phase. Dankeschön. Vielen Dank, das waren die Eingangsstatements. Kommen wir zu den Fragen. Die Frage an Uwe Kroschin hat in der zweiten Halbzeit so ein bisschen äußere Faktoren. Hat der Wind und auch die Platzverhältnisse da eine Rolle gespielt? Weil man hat den Eindruck auch gehabt, dass es relativ schwierig war, in Kontersituationen zu kommen, weil teilweise der Ball in der Luft gestanden hat. Und ich glaube, wenn man von oben hat, den Eindruck gehabt, als wäre der Platz sehr sandig gewesen und es wäre auch schwierig gewesen, da irgendwie Tempo aufzunehmen. Ja, also die Situation des Platzes, die kann ich dann bestätigen, denn ein gesandeter Platz, aber ich glaube, das ist jetzt einfach nötig, um in den Frühling hinaus vernünftige Bedingungen zu haben. Aber ein gesandeter Platz mit relativ viel Trockenheit, die wir jetzt in den letzten 2-3 Tagen hatten, macht den Platz langsamer und auch das Sprungverhalten des Balles verändert sich ein Stück weit. Aber ich finde trotzdem, dass wir relativ viele Kontersituationen eigentlich sauber ausgespielt haben, dass wir recht häufig auch Überzahlsituationen zum Tor gebracht haben, dass wir ganz gute Pressing-Momente hatten. Die Windsituation fand ich heute nicht so extrem wie in Braunschweig, wo aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit auf die starken Windverhältnisse, die die Braunschweiger am Rücken hatten, eigentlich hervorragend reagiert haben, indem wir sehr hoch verteidigt haben und viele Bälle einfach ins Ausgelaufen sind. Aber den Faktor habe ich heute als nicht so elementar gesehen. Herr Mayer, ich würde gerne nach den drei Fragen, die in Magdeburg noch mal so ein bisschen was angezündet haben, die mal so ein bisschen da reingeworfen haben und gesagt, die sollen jetzt einmal machen, die drei, die Kepabachi, Finn Otto, Elias Löder, die durften sich heute mal von Anfang an beweisen, natürlich auch angesichts der Umstände, wie haben Sie die drei gesehen? Konnten die die Chance nutzen? Ja, es ist so, dass die drei Spieler jetzt in den letzten zweieinhalb Monaten zum ersten Mal von Anfang an auf dem Platz gestanden haben. Ja, und das braucht auch erstmal Mut von den Spielern, dann so eine Situation bei so einem Umfeld, in so einem Spiel dann auch mal abzuliefern. Ich glaube, gerade bei Kevin und bei Finn ist es so, dass sie nicht so ins Spiel reingekommen sind, wie wir uns das vorgestellt hatten deswegen auch einen taktischen Wechsel vorgenommen, der vielleicht vorab gar nicht so auf dem Zettel stand. Habe das aber auch mit beiden Spielern entsprechend dann kommuniziert. Gehört einfach auch mit dazu. Letztendlich ist es so, dass jeder Spieler Vertrauen hat, deswegen standen sie auch auf dem Platz. Aber man muss auch mal die Dynamik des Spiels einfach aufnehmen, um das Große und Ganze dann letztendlich zu sehen. Man hat es dann in der zweiten Halbzeit dann gesehen. Es war dann einfach ein anderes Spiel mit einer anderen Intensität. Die Jungs waren mutiger, haben auch die Zweikämpfe dann gesucht. Und insofern gar kein Vorwurf an die beiden Jungs. Das ist ein taktischer Wechsel gewesen, den man in der Form vollzieht. Hätte auch jeden anderen treffen können in der Situation. Und wir wollten unsere Karten ausspielen, die wir hatten, so bestmöglich. Und ich glaube, auf 90 Minuten gesehen haben wir die jetzt nicht so schlecht ausgespielt. Mit ein bisschen Glück nimmst du auch was mit. Dann will ich noch den weiteren Startelf-Debütanten ansprechen, der hier natürlich auch ein großes Thema jetzt gerade nochmal, Sebastian Böse. So das klassische ausgerechnet hier in Saarbrücken, sein erstes Startelf-Einsatz für den HFC. Fand, hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat dann jetzt gerade selber auch gesagt, sie haben ihn dann rausgenommen, sozusagen noch ein bisschen zu schützen nach der Corona-Erkrankung. Vielleicht können Sie sagen, dazu noch was sagen, wie Sie seine Leistung gesehen haben.
Genau. Also es gab ja ein paar Wechsel, die wir einfach vorab ja schon geplant hatten, einfach verantwortungshalber, dass wir da nichts riskieren, das ist auch mit den Ärzten so abgesprochen. Ja, auch bei Sebastian ist es so, dass er seinen ersten Einsatz von Anfang an hatte. Er musste auch erstmal sich reinfinden. Das ist natürlich immer so eine emotionale Geschichte, zurückzukommen und dann die Erwartungshaltung von außen natürlich immer dann auch groß und von ihm selbst. Ich finde auch, er hat es gut gemacht. Sicherlich war die erste Halbzeit für ihn jetzt auch kompliziert, dort eine Struktur zu finden, aufgrund der Gesamtkonstellation mit den Spielern, die auf dem Platz standen. Er hat es aber mutig gemacht, hat die Bälle abgeholt. Und hat es in der Summe einfach gut gemacht. Und nochmal, auch seine Vorzeichen waren jetzt für seinen ersten Startelf-Einsatz einfach nicht optimal. So, wenn du 10 Tage nicht auf dem Platz stehst, und dann sollst du mal eben hier vor 7000 Zuschauern performen und das Spiel drehen und leiten, so, dann wird es natürlich so nicht so einfach. Aber auch er gut gemacht und der Wechsel war einfach vorab schon besprochen. Habe ich noch einmal kurz machen dürfen. Also es war so bei den Corona-betroffenen Spielen, dass die genauso eine Minutenzahl oder bis so einen groben Korridor jetzt hatten, wo man gesagt hat, da gehen wir heute nicht drüber? Genau. Also wir haben für uns einfach eine Maximumzeit bestimmt, die ist abgesprochen und haben innerhalb dieses Rahmens einfach dann Entscheidungen getroffen. So. Gut. Danke. Ja, Herr Kommissar, Sie haben eine Pause gewechselt, da kam Scheuer raus und dann später Steinkeller. Das waren auch die Gründe. Ich glaube, Steinkeller war ja dann verletzt, aber Scheuer weiß man es nicht, oder? Ja, Robbe ist auch verletzt und deswegen mussten wir wechseln. Und davon abgesehen war es natürlich schon noch so, dass er relativ früh angezählt wurde mit seinem ersten Foul und Gelb. Und dann weiß man bei Robbe, dass er nicht nachlässt und dann auch nicht weniger tut. Insofern war es dann, finde ich, auch vernünftig in der Kombination von Verletzung und Gelb vorbelastet, da kein Gelb-Rot oder eine schlimmere Verletzung zu riskieren. Ich hoffe, dass er relativ schnell in der nächsten Woche wieder einsteigen kann. Und bei Justin Steinkötter kann ich noch nicht genau sagen, was es ist. Muss irgendeine muskuläre Geschichte so im Übergang von Wade zur Kniekehle sein, aber ich weiß noch nicht genau, ob das was Schwerwiegenderes ist. Fakt ist, weiterspielen konnte er nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Herr Koschin, Sie haben es eben angesprochen, 4. Sieg in Folge, jetzt die Länderspielpause, angesichts der Verletzten eigentlich gerade ins Rollen gekommen, jetzt Fluch oder Segen, die Länderspielpause? Ja, wir müssen es so nehmen, wie es ist und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir diese Zeit sinnvoll nutzen. Es gibt jetzt 2 Punkte, die für mich wichtig sind. Der eine Faktor ist, wirklich nochmal an den letzten athletischen und spielerischen Stellschrauben so in den Grundprinzipien zu arbeiten. Da haben wir jetzt ein relativ frisches, neues Spielsystem auf den Platz gebracht. Sollten uns aber die Alternativen logischerweise auch weiter in den Trainingsinhalten gut überlegen, denn Flexibilität kann ja auch hinten heraus ein wichtiger Faktor sein, gerade wenn uns vielleicht auch mal so etwas trifft wie die Hallenser heute. Und der zweite Punkt ist dann, dass logischerweise gegen Ende der Woche der volle Fokus auf Homburg liegen muss. Ich finde, dass das auch ein sehr, sehr herausforderndes Spiel ist, ein Derby. Wir wollen den Saarland-Pokal gewinnen und wissen, dass wir auf einen sehr, sehr starken Gegner treffen, der hochmotiviert sein wird, mit Sicherheit dieselbe Zuschauerzahl wie heute, dann aber auswärts. Und wir in so einer Favoritenposition ist einfach ein anderer Wettbewerb. Einer, der am Ende des Spiels eben einen Sieger und einen Verlierer hat. Deswegen ja, gehen die beiden Punkte so ineinander über. Zu Beginn eben nochmal sehr, sehr stark an grundsätzlichen Dingen arbeiten und dann das Spiel gegen Homburg vorzubereiten, wird ganz, ganz wichtig sein und am besten gar nichts anderes im Kopf zu haben.